Ja, der Tatort, das ist unser Haus, war ein Zufallsfund, finden Sie unten in der Videobeschreibung. Also bei mehr anklicken können Sie auch die Texte zum Tatort, ein bisschen was davon anklicken. Das zeigt, worum es bei einer Kommune oder Gemeinschaft geht, nämlich, dass man sich selbst auch ein bisschen nicht so ernst nehmen darf. Ja, der normale Mensch nimmt sich ja ernst, als dass er glaubt, er sei irgendwie im Besitz von Wahrheiten und Wissen. Und der Tatort zeigt wunderbar sozusagen in so einer Wohnprojektgemeinschaft, Mehrgenerationengemeinschaftshaus und so weiter zeigt das ganze Sortiment aller Verrücktheiten diesbezüglich. Also wie kommen wir da drauf? Einfach hier eintippen nexts4f.de. Das ist auch unten in der Beschreibung irgendwo, aber ein Stück tiefer jetzt gerückt durch die heutigen Links. Und dann zieht man hier einfach ein paar Zentimeter runter hier, wahrheitsorientierte Naturwissenschaft der Aufklärung in der Tradition von Kopernikus, Kepler, Galilei, Sir Isaac Newton, Gregor Mendel, Alfred Russel Wallace, Sir Charles Darwin, Karl Raimund Popper, Professor Richard Dawkins und dann Weltrat und Next Scientist for Future. Und das ist ja die Kette der einzigen Wahrheitswissenschaft, die wir in der Welt haben. Der Rest ist so in dem Bereich Pseudowissenschaft zu tun. Und dann, wenn man hier draufklickt, Bedienungsanleitung Studium, dann kommt man hier hin und kommt dann hier ein paar Zentimeter runterziehen. Dann hat man hier das. Und dann müsste hier also auch dann zu sehen sein, hier also erst Tatort schauen, also nochmal die Sätze. Die gefundene politische Weltrettung GWO-Kombi als einzige bessere Lösung als der Kapitalismus, soziale Marktwirtschaft, scheitert am Vernunftmangel der demokratischen Mehrheiten. Ja, sozusagen im Moment sieht es nicht danach aus, dass man dafür 51% der Menschen gewinnen kann, dass sie sich dafür aktiv verhalten. Die Studie mit den 56% der Wählerstimmen für die GWÖ-GWO-Kombi, die war ja, setzte voraus, dass man in den großen Medien quasi schon ständig präsent sei. Und das ist ja, wir haben ja diese demokratische Gesellschaft gar nicht, in der diese Dinge schon öffentlich im großen Stile diskutiert werden würden, sondern wir haben ja die faktische demokratische Situation, dass für eine bessere Welt fast kein Wähler auch nur einen Finger krumm macht. Am ehesten engagieren sich Leute für sozusagen Konzepte des Niedergangs, ja, Sparten der Gesellschaft, die am Niedergang der Gesellschaft profitieren, an mehr Armen, mehr Obdachlosen, mehr Arbeitslosen, mehr scheiternden Menschen, mehr chronisch kranken Menschen, mehr psychisch kranken Menschen, depressiven Menschen und so weiter. Alle diese Industrien, die daran verdienen, die haben natürlich auch einen gewissen Elan und bringen ihre Konzepte in die Diskussion und infizieren damit alle Menschen im Sinne von Killerviren des Geistes und machen sie zu Lobbyisten wider Willen, sodass dann in der politischen Diskussion, in den Talkshows gar nicht erst die vernünftigen Ansätze überhaupt ankommen. Wenn sie angekommen wären, könnte man auf eine 56% Mehrheit hoffen, aber da kommt es ja gar nicht hin, weil wir diese vorausgesetzte demokratische Diskussionskultur in der Gesellschaft ja überhaupt nicht haben, sondern schon nur das hochkommt, was den Profit- und Karriereinteressen einzelner kapitalistischer Sparten dient. Und alles andere gar nicht in die öffentliche Diskussion kommt. Und das ist der
der Mangel einer solchen Studie, die zur Voraussetzung hat, wir hätten eine demokratische Diskussionskultur in Medien und hätten also auch demokratisch gesunde Medien, was wir ja alles nicht haben. Ne? So, also deswegen, also im Moment kommt man noch nicht einmal in die öffentliche Diskussion, weil wir gar keine demokratische Debattenkultur in Deutschland überhaupt haben, sondern eben nur bestimmte Sparten haben Gewinnmöglichkeiten durch das Einbringen bestimmter manipulativer Inhalte in öffentliche Diskussionsräume. Und dem gehorchen natürlich auch die öffentlich-rechtlichen Medien, denn die sind teilabhängig von den großen Werbekunden und den großen Gruppierungen und den großen Parteien und sind vor lauter Abhängigkeit, läuft also auch die Evolution aller öffentlich-rechtlichen Medien darauf hinaus, dass am Ende überall nur die Manipulationen bestimmter Sparten hin und her diskutiert werden und alles andere, alle konstruktiven Lösungen draußen bleiben müssen. Und deswegen haben wir im Moment keine demokratischen Mehrheiten. Dann die gemeinwohlökonomische Superglückskommune bzw. Gemeinschaft Köln-Süd hängt bisher fest wegen der Verrücktheiten der Bewerbenden. Also was ich da so an Anrufen kriege, ist haarsträubend. Ja? Aber ja, wie gesagt, die Leute treten wie in dem Tatortfilm, tritt jeder dieser Verrückten auf so, ich weiß, wie die Welt ist. 8 Milliarden Menschen haben 8 Milliarden unterschiedliche Weltbilder und jedes ist die Wahrheit. Ich weiß, wie die Welt ist und so ist alles richtig und ja und so weiter. Und wer sich nicht selbst auch mal wirklich nicht so ernst nehmen kann, also einfach mal sich nicht ernst nehmen kann und sich nicht hinterfragen kann und nicht selbst reflektieren und verstehen kann, als jeder einzelne der Verrückten der Tatort-Persiflage ist für die Kommune ungeeignet. Denn diese Persiflage zeigt, so vollständig durchmanipuliert sind alle durch die Sparten des Kapitalismus, auch die Nichtwohnprojektler, also die Perspektive ist jetzt natürlich, macht jetzt erstmal die Wohnprojektler lächerlich, aber man muss natürlich weitergehen und auch die anderen alle auch als genauso lächerlich anschauen, ja, denn auch dieser Versuch, so zu tun, als sei der Mensch einfach ein gemeinschaftsunfähiges Wesen, was ja das die Grundbotschaft des Kapitalismus ist, die ist natürlich auch nur eine Manipulation. Denn wir wissen ja, dass der Mensch genetisch vor der Erfindung des Tauschhandels sehr wohl gemeinschaftsfähig war und diese Genetik heute noch haben dürfte, zu allergrößten Teilen noch voll intakt sein dürfte. Dass aber natürlich die Tauschhändler natürlich durch ihre Manipulation, und da schließt sich natürlich auch der Tatort mit an, als Manipulationsinstrument des Kapitalismus und der Tauschhändler, natürlich den Leuten quasi die Fähigkeit, die Gemeinschaftsfähigkeit wegmanipuliert wurde. Auch indem zum Beispiel die Gesamtmoral von der Geschichte im Tatort ist, schaut euch nur diese verrückten Gemeinschaftsprojektler an, diese wahnsinnigen Denken, der Mensch wäre fähig für Gemeinschaft und das machen wir jetzt mal richtig schön lächerlich. Ja, und dabei macht sich natürlich dann der Tatort selber damit auch wieder lächerlich und wir müssen ihn auch wieder nochmal auf einer Metaebene wieder reflektieren als, aha, der ganze Film an sich ist natürlich auch ein Manipulations,
Geschäft der Kommunsucht sparten, so nach dem Motto, spart euch den Versuch, mit anderen Menschen glücklich zu leben, konsumiert lieber gleich unseren Alkohol, unsere Zigaretten, unsere Süßigkeiten, unsere Urlaubsreisen und alle unsere Konsumgüter, Medikamente und so weiter. Und denn da, die wollen wir verkaufen und da wollen wir euer Geld und wir wollen nicht, dass ihr versucht, mit Menschen glücklich zu werden und uns nicht zu brauchen, uns die Konsumsuchtsparten nicht zu brauchen. Das wäre ja das größte Verbrechen am Kapitalismus, die kapitalistischen Sparten nicht mehr zu brauchen, sozusagen, und bei ihnen nicht mehr zu kaufen, ne? Ja, und dann, ich guck mal, ob man das jetzt dann sehen kann. Also ich gehe mal gerade hier drauf. Ich denke, da sehen Sie, das ist unser Haus hier. Das so viel, glaube ich, können Sie da durchaus schauen. Das gibt's noch mal dann also als Hörfilm. Ich schaue ja alles in erster Linie als Hörfilm. Und dann gibt's hier noch Spiegel. Da können Sie also auch der Stuttgart Tatort, Wohnprojekt, das Milieu der Linksspießer und der ESO-Spinner und so weiter. Ne? Das ist all ich sag ja immer, der Spiro-ESO-Psycho-Guru Blödsinn sozusagen. Naja, gut. Ja, und so kann man das jetzt hier und demnächst werde ich am Telefon nur noch hier darauf hinweisen, sodass die Leute erstmal sich das anschauen können. Und wenn sie sich als jeden dieser Verrückten, die da gezeigt werden, mal verstehen können und sich selbst so mal selbstironisch, selbstkritisch mal lustig nehmen können, vielleicht bin ich genauso verrückt wie jeder, der da gezeigt wird. Dann kommen wir der Sache wahrscheinlich, dann erst überlasse ich mal dem Tatort jetzt den Versuch der Öffnung der Leute. Können sie sich als so verrückt verstehen? Ja? Und ja, ich gehe jetzt auch noch mal hier hin, dann mache ich das mal hier weg. Ja, und ja, das wäre also die einzige politische Lösung. Da gibt es ja die Parteien, Wahlbündnis. Ja, das ist wieder ein paar Bilder von mir, damit man mich als Kommunenstaater auch kennt. Ja, hier nochmal, das ist ja nur dieses Bild des Gehirnverlustes durch den Kapitalismus, also in den letzten Jahrzehntausenden werden wir durch den Tauschhandel dümmer, weil die Evolution Richtung kleinere, dümmere Gehirne läuft. Und ja, das ist eben der Punkt, hier die Sparten, einige der Sparten des Kapitalismus und jede Sparte dünstet eine Wolke teilweise an Geld und vorteilbringenden Irrtümern aus. Die manipulieren alles und die erzeugen solche verrückten 8 Milliarden verrückte Menschen. So, und jetzt müssen wir uns natürlich gegenseitig sagen, da bist du verrückt, wir machen das mit, wo irre ich, wo du. Also sagt mir, liebe Leute, wo ihr meint, dass trotz meiner 30 Jahre Versuch der Entmanipulationsarbeit durch die VIAT, die vorteilbringende Irrtümerabbautechnik und Therapie oder Therapie, dass ich immer noch ein Manipulationsopfer irgendeiner Sparte bin, und sagt mir also, wo ihr denkt, dass ich mich irre. Und dann sage ich euch, wo ich denke, dass ihr euch irrt. Und dann besteht eine Chance, dass wir wirklich uns alle gemeinsam entwickeln Richtung Gemeinschaftsfähigkeit. Ja, also quasi die Manipulation, die der Kapitalismus in unseren Köpfen hinterlassen hat, rauszuschmeißen und so dann
sozusagen wieder reine, natürliche Menschen zu werden, die wieder glücksfähig sind und dann eben in den Kommunen, Unterabteilungen verschiedener Art viel glücklicher leben können als die Menschen im Kapitalismus draußen. Ja, so. Ja, so dass es dann eben nicht so ist wie im Tatort, wo dann quasi am Schluss so natürlich, um das Ganze endgültig zu zerstören, gesagt wurde, ja, wenn du draußen lebst im Kapitalismus, dann stirbst du und keiner kriegt's mit und du verwehst dann alleine vor dich hin. Und wenn du in einer Kommune oder Gemeinschaft lebst, dann finden die anderen dich wenigstens, wenn du gestorben bist. Und das ist der einzige Vorzug, den die Kommune gegenüber dem anderen hat. Dafür musst du aber den ganzen Stress aushalten, dass diese verrückten Menschen sich natürlich die Hölle auf Erden bereiten, weil sie ja durch den Kapitalismus in ihrer Gemeinschaftsfähigkeit Zerstörte sind. Ne? Aber wie gesagt, es geht auch anders, aber es geht nur, indem wir uns also sozusagen selbst so total hinterfragen können. Ja, diesen ganzen Nebel der ganzen Gehirnwäsche, der muss raus aus dem Kopf. So, ich lese noch ein paar Sachen vor, die hier in der letzten Woche angelaufen sind. Ja, die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, Belohnungssysteme für eben diese ganzen gefährlichen Sparten habe ich oft vielleicht noch nicht genügend erwähnt, ja. Also zum Beispiel diese ganz gefährlichen Arbeitsamtssparten, die quasi Ideen ausgestreut haben, auch in die Politik, die dann zu mehr Arbeitslosen führen, wie zum Beispiel die verrückte Idee des Mindestlohns, eines Arbeitsverbotes für alle mit niedriger Produktivität, die dann langfristig in der Langzeitarbeitslosigkeit als Dauerkunden der Arbeitsamtmitarbeiter landen und dort deren Karrieren befördern, sozusagen. Die da, zum Beispiel muss der Belohnungsschlüssel da ungefähr so aussehen, dass zum Beispiel zwei oder drei Mitarbeitende zuständig werden für einen Stadtbezirk zum Beispiel. Und wenn dann kontinuierlich der Prozentsatz der arbeitenden Menschen in diesem Stadtbezirk ständig ansteigt und hoch bleibt, dann am Ende gibt es immer gute Belohnungen und so entwickelt sich dann in der ganzen Stadt nach und nach Null Arbeitslosigkeit. Ja? Nähert man sich der Null Arbeitslosigkeit an. Ja? Genauso die Sozialsparten, die lauter Ideen in die Welt ausbreiten, wie man politisch doch auch seinem Hass und Neid auf die Reichen nachkommen sollte und denen die den Schädel einschlagen sollte oder sie kaputt besteuern sollte und so weiter. Diese Konzepte, die führen dann zur Verarmung des Landes, weil dann irgendwelche korrupten Staatsbürokraten die Gelder in der Hand haben und eben nicht bessere und besser bezahlte Arbeitsplätze schaffen als die privaten Initiativen wie Mercedes und so weiter, sondern schlechtere. Und dann wird das ganze Land ein Land der Armen. Außerdem wandern die ganzen guten Unternehmer alle ab und so weiter. Und dann können die Sozialsparten Karrieren machen. Also müssen die ganzen Sozialspartler bezahlt werden für den, je nach dem Rückgang der Arbeitslosen, genauso wie die Wohnsparten. Wo sind denn hier? Ist das nicht hier das Wohnungsamt? Ich drehe mal um, warten Sie mal, ob das ist die falsche Richtung. Wenn ich das umdrehe, dann müsste hier doch Wohnungsamt irgendwo stehen. Ach, da steht's ja schon. Wohnungsamtsparten und die Sozialsparten zusammen, ja, die müssen belohnt werden für jeden, der ohne die Hausruhe und die Lebensqualität im Haus zu stören,
sozusagen von der Straße weg ist. Also quasi für den Rückgang der Armen und Obdachlosen muss man belohnen, gezielt. Man muss also Zuständigkeiten schaffen für bestimmte Bezirke und dann für jeden, der erfolgreich wieder ins normale Leben zurückgebracht kriegt, wird also die Wohnungsamtssparten und die Sozialsparten gemeinsam arbeiten, gemeinsam den Arbeitsamtssparten zu, so dass dann am Ende alle wieder in Wohnung und Arbeit und so weiter sind, auch wenn es manchmal nur ehrenamtliche Arbeit ist, aber so dass dann wir wieder keine ausgesonderten arbeitslosigkeitsdepressiven Menschen mehr haben in unseren psychiatrischen Praxen zum Beispiel. Ja? Also wir müssen natürlich auch die psychiatrischen Praxen für die Reintegration der Menschen natürlich auch belohnen, was wir ja auch dann mit dem Gesundheitssystem ja sowieso machen, wo also die Krankheitsverhinderung die größte Belohnung kriegt. Ja? Ja, und dann diese krankhafte Tier- und Kinderliebe habe ich ja schon in der letzten Sendung beschrieben, sollte man sich dann nochmal anschauen. Aber daran ist immer nochmal zu erinnern, dass es eben auch Sparten gibt, NGOs gibt, Weltsozialspartler beziehungsweise NGOs, hier stehen sie, gibt, die eben daran verdienen, Leute abzukassieren, also in eine krankhafte Tier- und Kinderliebe zu bringen und da dann wieder abzukassieren. Ne? Ja, und dann sollte man sich daran erinnern, dass wenn die DDR heute noch existieren würde und unabhängig von der Sowjetunion existieren würde, dass sie es ihr dann genauso gegangen hätte gehen können wie jetzt der Ukraine, dem Irak, den Indianern oder den Indios. Also wir hatten schon mal ein Experiment, wie es all diese Spinnerkonzepte, die unterwegs sind, alle immer wieder, ohne dass es ihnen bewusst ist, anstreben, nämlich diesen DDR-ähnlichen Zustand, der am Ende genau in der Situation endet, in der sich gerade die Ukraine befindet. Ein militärisch stärkerer macht das militärisch schwächere Land platt, denn die DDR hätte sich nur auf Verteidigungstechnik auf Trabi-Niveau bewegen können und wäre dann von anderen Staaten, die auf Golfniveau Technik, Militärtechnik sozusagen, bessere Militärtechnik hätten, wären genauso platt gemacht worden wie die Ukraine, und die Indianer und Indios und der Irak und so weiter. Und trotzdem gehen alle großen politischen Bewegungen aufgrund der Sozialsparten in Richtung dieser Armuts-DDR-Gesellschaft wieder hin. So, scheiß Reiche, scheiß. Also die wichtigsten Arbeitsplätze und Reichtumsschaffer sozusagen zu vertreiben, wie man das ja auch in der DDR getan hatte, weswegen man ja die Mauer gebaut hat, um die Letzten, die noch nicht geflüchtet waren, zu hindern an der Flucht, sozusagen. Ja, und so haben wir genau genommen eigentlich. Und trotzdem sind praktisch alle diese Modekonzepte, sogar auch die Gemeinwohlökonomie mit ihren linksextremistischen Beimengungen, sind also infiziert von den Sozialsparten, so dass wenn man jetzt die Gemeinwohlökonomie statt der GWÖ-GWO-Kombi umsetzen würde, dass wir dann am Ende wieder genau die gleichen Armutsproduktionen wie bei der DDR hätten und damit wieder einen zerstörten Staat, also den Wirtschaftsruin, statt des Wirtschaftswunders durch die GWÖ-GWO-Kombi. Ne? Ja, und hier steht noch, du Opfer, du, gell? So wirst du arm und krank gemacht, ja, die Sozialsparten, Gesundheitssparten, alle im Kapitalismus machen dich arm und krank und all diese politischen Träumereien und Ideologien kommen alle aus irgendwelchen Sparten heraus, die am Niedergang verdienen.
Am Ende verdienen ja auch an solchen revolutionären Tendenzen, schlagt den Reichen den Schädel ein. Wer verdient am Ende? Die Waffensparten und die Sozialsparten. Denn am Ende werden viele Waffen konsumiert und dann, wenn dann diese neuen Diktatoren an der Macht sind, entsteht unheimlich viel Armut. Und das sind dann die einzigen Profiteure, die Waffensparten und Sozialsparten und ja, und dann entstehen ja auch noch mehr Kranke und so weiter, ja. Ja, und zum Beispiel hat er auch eine Frau angerufen, die auch Erzieherin, Bäckerin und Pferdewirtin war. Und da sieht man, wie diese Verrückten so sind. Also sie kann gar nicht, konnte noch nicht mal ahnen, auch nur in einer Annäherung. Und letztgestern auch eine angehende Heilpraktikerin für Psychotherapie hat angerufen. Diese Verrückten konnten gar nicht ahnen, dass sie als Bäckerin natürlich die Menschen krank macht, ja. Heutzutage Backwaren, Menschen verkaufen, ist Krankheitsförderung pur. Ja, da sieht man, welches, dass da überhaupt kein Reflexionsbewusstsein der Mitgliedschaft in der Sparte der Bäckereien existiert. Genauso Pferdewirtin, ja. Pferde sind Ersatzbefriedigungstierchen, so wie Hunde und Katzen und so weiter, für fehlende menschliche Wärme und menschliche, also weil die Menschen so ekelhaft sind durch den Kapitalismus geworden sind und Pferde sich da noch etwas natürlicher verhalten. Natürlich wollen dann die jungen Mädchen lieber Körperkontakt mit den Pferden haben als mit den verrückten Menschen, ne? Aber das ist doch eine Krankheitserscheinung. Und das mitzumachen, eine Krankheitsmode im Kapitalismus mitzumachen, zeigt ja die Nichtreflektiertheit. Und der Beruf der Erzieherin, ja, das ist ja der große Manipulationsberuf. Kinder gehören in den Kontakt mit ihren Müttern und vielleicht noch mit einer Kindersekretärin, aber nicht mit einer fremden Erzieherin, die sozusagen eigentlich genetisch eher das Interesse hat, dieses Kind umzubringen, weil es ja ein Konkurrent möglicher eigener Kinder ist. Ja, also in der Natur kümmern sich die Mütter und ihre Geliebten um die Kinder liebevoll, ja, und wir müssten bei den Kindersekretärinnen gucken, dass das schon auch fast schon so in ein Art in die Nähe eines Liebesverhältnisses zwischen Mutter und Kindersekretärin gehört, aber so einfach so Erzieherin als Beruf ist eben also was Pathologisches im Kapitalismus auch wieder, genauso wie natürlich diese Heilpraktikerin für Psychotherapie natürlich als völlig Verrückte und Kranke und Durchmanipulierte natürlich auch wieder nur die Gesellschaft und die Menschen versuchen wird abzuzocken mit Pseudotherapien. Sie wird also quasi als Verrückte die Verrücktheit ihrer Patienten aufrechterhalten und sie damit festhalten in der Verrücktheit, ne? Und solche, ja, und lauter so Leute rufen hier an, ne? Ja, und dann sollte ich nochmal deutlich machen, dass es sich so, dass es ja auch im Tierreich diese beeindruckenden Parasitismusketten gibt. Ja, man könnte ja denken, was ist das nur für eine raffinierte Kette? Das Arbeitsamt sendet die Idee des Mindestlohns aus als parasitäres Mem, ja, als Schmarotzer-Mem, manipuliert damit die Wählenden und die Politiker hier und die Gesellschaft und so weiter hier. Und dann trinkt dieser Virus da ein und dann am Ende kommt es zu mehr, nach spätestens 5 Jahren zu mehr Langzeitarbeitslosen und die Arbeitsamtmitarbeiter profitieren und so weiter. Solche komplizierten Kreisläufe gibt's ja im Tierreich auch. Ich erinnere mich also so dunkel, was weiß ich, ein bestimmter Erreger bewirkt im Gehirn, dass die eine Ameise auf die Spitze eines Grashalms klettert, dort dann
automatisch gefressen wird von irgendwelchen Weidetieren. Dadurch wandert der Erreger in, was weiß ich, in die Leber des Weidetieres und dort und so weiter. Und dann, also so ein ganz komplizierter Kreislauf, wie eben Manipulations- und Schmarotzerprozesse und Parasitenprozesse ablaufen. Und genauso kompliziert ist das auch in Gesellschaften. Ja, dass also da irgendwo bildet sich so ein Erreger, so ein Killervirus des Geistes, so ein parasitäres Mem, so ein vorteilbringender Irrtum. Und der schleicht sich dann in alle, raffiniert in alle Köpfe hinein und so weiter, verändert das Verhalten aller und macht alle zu Sklaven, die dann am Ende alle den Karriereinteressen, den kapitalistischen Karriereinteressen der einzelnen Arbeitsamtmitarbeiter dienen. Und das ist also gar nichts Ungewöhnliches, dass diese Ketten so kompliziert sind. Ja, die 90% Pseudowissenschaft werden missbraucht, um auch Aufklärungswissenschaft abzulehnen. Die Tatsache, dass wir tatsächlich 90% Pseudowissenschaft haben und eigentlich nur noch quasi den Weltrat, die Next Scientists for Future, als Vertreter dieser Aufklärungswissenschaft von Kopernikus bis Weltrat haben, das wird eben von viele, die anrufen, die werfen dann gleich die gesamte wissenschaftliche Idee auf den Müll. Und sagen dann glaube ich doch lieber diese leicht zu lesenden, bequemen Märchenbücher, dann ist halt alles, was in den Märchenbüchern steht, die Wahrheit, wenn ja die Wissenschaft nicht. Dabei ist es im Prinzip so, dass wir durchaus auch, wenn wir gründlich in der Wissenschaft kramen, dass wir, wenn wir da gründlich rumkramen, und das habe ich ja jahrzehntelang auch gemacht, dass wir da durchaus auch unterscheiden können, was sind realitätsnahe Berichte aus der Ferne, was uns Wissenschaftler und Journalisten bringen. Was sind also realitätsnahe Berichte aus der Wissenschaft? Und aus der Ferne gebracht von Wissenschaft und Journalisten, so dass ich nicht nach Afrika reisen muss und mir dort unbedingt die Bonobos zum Beispiel anschauen muss, sondern Professor Franz de Waal das für mich gemacht hat zum Beispiel und mir dann dort davon berichtet hat. Und ich an der Art des Berichtes erkennen kann, dass er da manche Wahrheiten davon rübergebracht hat, auch wenn es ihm widerstrebt, weil er eigentlich ein Interesse hat, uns Menschen eigentlich eher als monogam zu verleumden, weil er ja selber so lebt, ja. Und trotzdem war er so fair, dass er mit Entsetzen geschrieben hat, ja, das sind ja matriarchale Hippie-Affen, die Make Love Not War praktizieren und bei denen funktioniert das auch noch. Ja? Also da erkennt man einfach, aha, da ist nicht alles immer nur vollständig unwahrer Bericht aus der Ferne, sondern und eben nicht alles Lügenpresse, sondern eben die manipulativen Märchenbücher, die sind immer eigentlich vollständige Lügenpresse, denn da geht es ja eben nur darum, dass irgendjemand schon mal die Menschen dazu manipulieren will, solche leicht lesbaren Märchenbücher zu konsumieren und dass dafür werden leicht verständliche Scheinwahrheiten geschrieben und Illusionen geschrieben, die jeder Depp quasi auch verstehen kann. Und die realistischen oder realitätsnahen Berichte aus der Ferne, die nicht von irgendwelchen Interessen total verfälscht sind und Gewinn oder Geldquellen her
verfälscht sind, die sind meistens etwas komplizierter zu verstehen. Und so hat dann mittlerweile der ganze dumme Teil der Bevölkerung mittlerweile sich quasi vollständig abgewandt von der Welt der Wissenschaft. So nach dem Motto, ist eh zu anstrengend für mich, da bin ich eh zu blöd für. Und diese Märchenbücher müssen ja dann die Wahrheit sein. Ja, und so hat sich dann die ganze dumme Bevölkerung den manipulativen Märchenbüchern verschrieben und dadurch ist der Großteil der Bevölkerung in die völlige Verrücktheit abgedriftet. Ne? Ja, also, ist es soweit für heute. Ja, also ich komme nochmal zurück auf den Tatort. Wo haben wir den Tatort? Also hier. Das ist also wirklich das, worum es jetzt geht. Schauen Sie jetzt Tatort. Und wenn Sie sich selbst von sich selbst so distanzieren können und sagen können, ja, vielleicht bin ich irgendwo genauso verrückt wie jeder der Verrückten, die hier gezeigt wird, sowohl die verrückten Normalbürger, sowohl die verrückten Tatortkommissare, sowohl die verrückten Kommunenbewohner, ja, wenn Sie jeden dieser Verrückten sagen können, vielleicht bin ich das selber und ich muss in eine Kommune gehen, wo man mir Rückmeldung gibt, dass ich vielleicht genauso verrückt und manipuliert bin und genauso ein Manipulationsopfer, dann rufen Sie bei uns an und die Nummer, die war ja hier eben auch wieder zu sehen hier, da ist er nochmal 0221-4308 oder Sie brauchen ja nur hier anklicken, dann haben Sie auch nochmal alles, ja. Ja, dann so viel für jetzt, denke ich mal. Ach so, ich brauche ja nur hier klicken. Tschüssi, bis nächste Woche.